Am 15. Oktober wurde der Beginn des neuen Semesters traditionell mit der feierlichen Immatrikulation und Freibier eingeläutet. Die dortige Anwesenheit des Rektors war Anlass, um auf die missliche Lage der studentischen Kultur hinzuweisen. So trugen Vertreter des Studierendenparlaments, des Allgemeinen Studierendenausschusses und verschiedenster studentischer Vereine diese symbolisch zu Grabe. In Gedenken an unsere Freundin, die studentische Kultur. Liebe Trauergemeinde, es liegen schmerzvolle Zeiten hinter uns. Zeiten des Verdrängens, Zeiten der Ablehnung, Zeiten der Demütigung, aber auch Zeiten des Kampfes und des Widerstands. Wir wollten dich retten, wollten zeigen, dass du unsere Zeit hier in Greifswald so unvergesslich machst. Wir sollten lernen, dass nicht immer mit dem Alter die Einsicht kommt. Wir sollten lernen, dass es einige Stimmen an der Universität gibt, die dich nicht vermissen würden. Wir sollten lernen, dass 4 Männer hinter verschlossenen Türen unsere Rufe nicht hören wollen. Der Trauerzug machte sich anschließend auf den Weg zum Club 9, wo eine Pressekonferenz zu dem Thema stattfand. Im C9 und im Studententheater sei die Situation besonders akut. Deshalb waren neben Vertretern der Hochschulpolitik und des ASTAS auch die Vorsitzenden der beiden Vereine anwesend. Wir halten es für einen Präzedenzfall im Umgang mit der studentischen Kultur und ich möchte jetzt nochmal ganz kurz erklären, warum sozusagen es nicht nur der C9 ist, sondern warum der C9 eigentlich der erste Dominostein aus unserer Sicht ist. So wurde der Mietvertrag des C9 für das kommende Jahr von der Universität nicht verlängert. Für die Zeit danach haben wir bisher noch keine endgültige Lösung, was eine Räumlichkeit angeht, in der wir dann auch weiter wirken können. Das Einzige, was uns bisher sicher in Aussicht gestellt wurde, wären Lagerungsmöglichkeiten für die Sachen, die wir haben. Grund für den Unmut der studentischen Vertreter und der Vereinsmitglieder ist außerdem das wenig kooperative Verhalten der Universitätsleitung, die die Definitionslücken von studentischer Kultur ausnutzen will, um einen Grund zu finden, diese nicht weiter zu unterstützen. Dass die Vereine jedoch sehr wohl als solche einzuordnen sind, wurde erklärt. Ob Studententheater Kultur ist, ich würde sagen, das ist ganz eindeutig. Ich weiß nicht, einige von euch waren sicherlich auch schon mal irgendwann im Studententheater. Da gibt es Aufführungen von Studenten, da gibt es Konzerte, da gibt es Gastspiele von anderen Theatergruppen aus anderen Städten, abwechslungsreiche neue Formate, mal eine andere Art und Weise von Theater zu sehen. Auf der Pressekonferenz kam die ebenso prekäre Lage anderer Studentenclubs zur Sprache. So seien nach Malotki in den nächsten Jahren ebenfalls der Geographen- und Geologenkeller gefährdet. Die Vereine selbst haben davon jedoch bis jetzt nur durch Gerüchte erfahren. Genereller Anlass der Pressekonferenz ist eine Demonstration am kommenden Mittwoch, dem 17. Oktober, die etwa zeitgleich zur Senatssitzung samt Rektorwahl stattfinden wird. Unter dem Motto »Genug ist genug« sind alle Studierenden dazu aufgerufen, vom Rubenow-Platz aus für den Erhalt der studentischen Kultur zu demonstrieren.